ersten Kurve rund um die 180 km/h. Und wenn man da nach innen abbiegt. Oh, das ist Lucas Di Grassi. Lucas Di Grassi aus dem Mayner Motorsport Team. Auch Gottes Willen, nein, was für ein Bild. Sowas habe ich ja noch gar nicht gesehen. Lucas Di Grassi aus dem Mayner Motorsport Team. Paul Di Resta ist draußen. Und wie kommt der dahin? Wie kommt der denn dahin, Timo? Ich weiß nicht mal, welche Kurve das ist. Gottes Willen. Aber der Abflug war schon deftig. Da hat er viel Glück gehabt. Meine Güte. Lucas, dass er da so heil aussteigen kann. Also sowas... Das ist mit Sicherheit Rad an Rad mit irgendeinem. Sowas habe ich noch nicht gesehen. Mit Guido van der Rade. Oh Gott. Mein lieber Mann. Oh Mann. Also, man muss ja immer vorsichtig sein, wenn man das sagt. Aber das ist Klassifikation, absoluter Horrorunfall. Absoluter Horrorunfall. Also das war, und der Überrollbügel, der Überrollbügel hat ihm wirklich das Leben gerettet, mein lieber Mann. Auf jeden Fall. Ja. Also da hat er Glück gehabt, wie er da auf dem Überrollbügel ins Kiesbett reingerutscht ist, dass da nichts Schlimmeres passiert ist. Und man sieht es, der Helm, da hängt alles davon. Also der hat mehr Glück wie Verstand gehabt, dass er da so heiler ausgestiegen ist, weil das hätte ganz anders ausgehen können. Mein lieber Mann. Also. Also ich kenne es bei uns aus der Champ-Car-Serie zum Beispiel. Da darfst du nur deine eigene Linie fahren und darfst sogar nicht mehr blocken. Und das war jetzt schon wieder an der Grenze am Anbremspunkt, weit über 200 km/h. Da noch so kurz rüber zu ziehen, ist, glaube ich, der falsche Weg. Also da bei uns, ich habe es jetzt kennengelernt im ersten Rennen, da darf keiner. Da hängt auch der. Hängt der Flügel natürlich davon. Von Guido van der Rade. Der Heckflügel. Das ist eine absolute Schrecksekunde gewesen. Wir haben viele Unfälle gesehen in den letzten Jahren, aber so einen heftigen, dass er noch richtig in die Luft startet. Jetzt stell dir mal vor, der fliegt noch über den Zaun drüber. Zum Glück ist da nichts weiteres passiert, aber Guido van der Garde, das soll jetzt wahrscheinlich besser in die Box fahren. Normal müssen die Rennleitung jetzt auch reinholen mit dem Heckflügel. Wenn da noch irgendwie ein Heckflügel wegfliegt oder Teile abfliegen und in den nächsten rein, dann haben wir den nächsten Unfall. Und ich glaube, das ist der Sinn der Sache. Wird dann die Spiegelei-Fahne kriegen, oder? Normal schon, ja. Normal müsste die schon hochgeschwenkt, ja, anstatt ein Ziel sein. Ja, da muss man sich fast ein bisschen erholen, muss ich ehrlich sagen. Also so einen Abflug habe ich auch in meinem Leben noch nicht gesehen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Hamilton auf 1, Sutil auf 2, Bonanomi auf 3, Van der Garde auf der 4. Position. Rosetta, Duval, Abreu und Götze sind die ersten 8 und wir haben mal eine Stimme aus der Boxengasse von Petra Bindel, bitte. Ja, genau, von Arno Zenzen, dem Teamchef von Guido van der Rade. Ein Horrorunfall gerade, haben wir gesehen, und ihr Fahrer war ja ein bisschen mit verwickelt, muss man eigentlich sagen. Also er war nicht Anlass dafür, aber ich denke mal, sie werden froh gewesen sein, dass ihm nichts passiert ist. Und wenn man so einen Unfall sieht, ist man immer froh, wenn der Fahrer wieder aussteigt. Ich glaube, Di Grassi hat den Bremspunkt ein bisschen optimistisch gelegt. Er war hinten, ist aufgefahren. Guido ist der Heckflügel krumm. Wahrscheinlich ist das Rennen auch für ihn vorbei. Man kann, wie gesagt, nur sagen, toi, 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 Di Grassi ist ausgestiegen. Das fürchtet ihr aus. Kamen da Erinnerungen an Nico im Vorjahr? Ja, solche Sachen sieht man überhaupt nicht gerne. Und es rutscht einem immer ein bisschen das Herz in die Hose. Und bin immer wieder froh, wie gesagt, wenn er aussteigt, ist nichts passiert. Vielen Dank. Gerne.